So, Leute, weiter geht's bei Fallout 4. Da kann ich mich echt nicht dran satt sehen. Ich weiß gar nicht, warum Leute finden, dass das Spiel hässlich aussieht. Wenn man mal Fallout 3 gespielt hat. Ganz ehrlich, Alter. Ah, ich muss hier weg. Kann sich ja nicht mal unterhalten. Mit sich selbst. The fuck? Okay, warum schwebte das Skelett? Das würde mich jetzt mal interessieren, warum. Okay, ich kann noch springen. Kann ich noch sprinten? Nein. Okay, ich habe viel zu viel dabei. Aber ich muss auch auf den Stein da drüben springen, damit ich da heil runterkomme. Habe ich nicht irgendwo noch... Na bitte. So, die werfe ich mir eben da rüber. Dann... Yeah. Ich bin gut. Nein, aber ganz ehrlich, wenn man so viel Fallout 3 und New Vegas gespielt hat wie ich, das müssen locker 300, 400 Stunden sein, dann ist das nicht hässlich. Dann ist das das beste Fallout, was es hier gab. Okay, ist das da irgendwas von meinen Leuten? Okay, nein, das ist irgendwas, das ich noch nicht kenne. Okay, ich kann nicht überladen schnell reisen. Ich würde sagen, dann bunkere ich die Minigun hier irgendwo ein. Hier wird es ja wohl irgendwo mal einen Container geben. Dann hole ich mir die demnächst wieder und pack erstmal meinen Scheiß weg. Ich meine, hier muss ja irgendwo mal eine Kiste oder so. Na bitte, ein Müllcontainer. Genauso gut. Gott, der ist immer noch bei 19. So kommt er nie weiter. So. Dann reise ich erstmal zum Bootshaus und bunkere da meinen Schrott weg. Obwohl. Habe ich denn so viel Schrott dabei, dass sich das lohnt? Nee, fast gar kein. Shit. Muss ich, glaube ich, mal zur Tanke zurück und erstmal die Waffen einlagern. Das finde ich immer schade. Es gibt bei Fallout so viel zum Sammeln und man kann es nirgendwo hinpacken. Also ich meine, klar, man hat genug Container, aber man muss immer wegsortieren und am Ende benutzt man die Waffen sowieso nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist der Messi-Simulator, dieses Spiel. Sowas von. Okay, hätte ich hier auch irgendwo eine Tür eingebaut? Oh, das da vorne ist eine Tür. Ja, hör mal auf zu bellen, was ist denn? Was ist denn los? Oh. Das ist ja nice. Zweiter Hund. Tote Maulwurfsratte. Hier fühle ich mich zu Hause. Das ist doch schön. So. Automatikpistole. Weg damit. Weg damit. Ich hatte eine hochgemoddete, oder? Ja. Gut. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ah, die behalte ich. Die ist cool. Ja, den brauche ich auch nicht. Das müsste ich mir mal hochmodden demnächst. Die ist cool, aber ich habe dafür überhaupt nicht genug Schrot. Und die ist sackschwer. Jetzt sagen, davon nehme ich mal ein paar auseinander. Ach, verdammt, ich will mal mit Escape aus den Menüs rausgehen. So, erstmal den Schrott einlagern. Ich muss erstmal gucken, dass ich nicht automatisch das auseinandernehme, was ich noch behalten will. Okay. Ich werde es euch umbenennen. So.
Das Ding ist eigentlich ziemlich cool. Was ist jetzt der genaue Unterschied zwischen einem Impro-Gewehr und einer Impro-Pistole? Feuerrate 127, Reichweite 95, Präzision 60, Schaden 10. 13, 55, Ganz ehrlich, was macht das jetzt zum Gewehr? Ich check's nicht. Ich nehm's einfach mal auseinander, fuck it. Wenn ich mich richtig erinnere, kriege ich die Mods dann auch so in die Tasche. Das heißt, ich kann mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas Cooles Neues habe. So, bauen, bauen, bauen. Das ist noch nichts, was ich einfach so anbauen kann. Schade. Habe ich davon irgendwas so auf Tasche? Nö, schade. Überlegene Rückstoßdämpfung, überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier, mangelhafte Präzision. Ne, das ist schon mal scheiße. Überlegene Rückstoßdämpfung. Rückstoßdämpfung, Präzision, verringerte Präzision aus der Hüfte. Nee. Verbesserte Präzision aus der Hüfte. Das ist doch nice. Na, den nehme ich. So, Komfortgriff. Habe ich da schon irgendwas Besseres? Ne, das muss ich mal alles bauen. Rückstoßdämpfung, Präzision aus der Hüfte nehme ich. Obwohl, ne, da habe ich nur. Da habe ich viel zu wenig für. Ich muss doch mal irgendwo was Cooles aufgesammelt haben. Meine Güte. Okay, dann ist Impro-Gewehr doch noch was anderes als Impro-Pistole. Da war ich mir vorhin nicht sicher. Ich dachte, ich habe jetzt das Bajonett von dem anderen Teil. Schade. So habe ich hier wenigstens irgendwas Neues. Blöd. Das kann ich mir bauen, das gönne ich mir jetzt erstmal. Powert das Ding auch mal richtig. Mach ich wann anders. Das gönne ich mir auf jeden Fall erstmal. So langsam wird das ein richtiges Sniper. Das Fernrohr ist eigentlich ganz cool. Verringerte Reichweite. Nee, ist scheiße. Unterlegene Reichweite ist auch scheiße. So, nice. Auch cool. Aber dafür habe ich noch nicht den richtigen Skill. Ich weiß nicht, ob ich mit der Doppelläufigen was machen soll, denn sobald ich kann, würde ich eigentlich gern auf... würde ich gern auf... Scheiße, wie heißt es noch gleich? Kampfschrotflinte umsteigen. Und außerdem habe ich für den ganzen Kram auch nicht genug Gedöns. Obwohl. Ich könnte den Verschluss ein bisschen hochmodden. Ja, das mache ich mal. Schön. So, aber ich habe die Machete, dann mache ich den auch mal klein. Perfekt. So, habe ich da noch irgendwas Unnützes dabei, das ich mal eben wegpacken kann? Habe ich noch Comics? Ich brauche mal so einen Wackelpuppenständer. Ich brauche mal irgendwas, wo ich meine Mods einlagern kann. So. Oh, hier habe ich noch eine Minigun. Warum sagt mir das denn keiner? Das kommt, wenn man das lange nicht mehr zockt. Man findet sich nirgendwo mehr zurecht.
hätte ich mein Essen geparkt. Stimmt ja. Kann ich mal eben das rohe Fleisch einlagern und so, was ich gefunden habe. Mann, habe ich noch viel Scheiß dabei. Kein Wunder, dass ich nichts mitnehmen kann. Alter, 17 Maulwurfsrattenfleisch. Kein Wunder, dass ich nichts mehr mitkriege. Das sieht doch schon besser aus. Davon lässt man ein paar da. Ich überlege gerade, wie viel ich von was alles mitnehmen sollte. Ich will auch nicht zu viel mit mir rumschleppen. Ja, das geht doch. So, da habe ich meine. Kann ich eigentlich irgendwas Cooles bauen schon? Drogen, Fallen. Seit wann kann man denn Fallen bauen? Das wäre mir neu. Mann, ich habe hier gar nichts. Ich muss definitiv mal meine Versorgungsrouten schließen. Och, wir nerven jetzt schon wieder. Zock mehr The Division. Ja. Schon klar. Oh, Kühlflüssigkeit. Das Einzige, was ich bauen kann. Ganz toll. Den Stützpunkt hier muss ich definitiv ausbauen. Das wird so meine Hauptbasis, glaube ich. So, aber jetzt, wo ich ein bisschen weniger Schrott dabei habe, geht es erstmal weiter, würde ich sagen, oder? Ja. Gunner-Halstuch. Ist ganz cool, aber ich glaube, ich lasse es. Und es fängt an zu stürmen. Gut, dann mache ich mich, glaube ich, mal lieber auf den Weg. Ich wollte ja noch ein bisschen weiter mal in die Richtung hier. Ich würde sagen, ich gehe von der Galeria mal hier so lang. Guck, ob ich zu der großen Straße hier komme. Weil hier die Ostküste von der Map, die ist echt ziemlich geil. Will ich mal gucken, ob ich da ein paar Quests finde. Weil ich habe... Der Süden ist zu gefährlich und ich habe noch keinen Bock, in die Stadt zu gehen. Da geht so übler Scheiß ab. Da will ich vorher lieber mal ein bisschen Muni haben und meine Nachschubrouten auf Zack und alles. Was soll denn das sein? Ich glaube, der Hund wird auch langsam irre. Okay, schön, Steam Overlay, das nicht sehen kann. Was ist da los? Gut, Steam Overlay geht gerade nicht. Ganz toll. Ich wette, das war wie immer Videospielcode, der irgendwas Dämliches schreibt. Das ist immer das Blöde, wenn man versucht, sich in so ein Video reinzudrängeln und dann einfach mal das Steam-Overlay nicht geht, wie immer. Ich frage mich auch, wieso. Liegt das an Bandicam oder so? Weil sonst komme ich eigentlich immer ins Steam-Overlay. Bei Fallout. Frag mich nicht, was da los ist. Ich bin froh, dass das Spiel wenigstens halbwegs läuft. Das für... Oh, shit. Doppel-Shit. Triple-Shit. Alter Schwede. Ich habe keine geilen Waffen. So gar nichts. Ich meine, guckt euch das an. Das kratzt hier nicht mal.
Mach doch auch mal was, Hund. Komm schon. Alter, das Ding hat auch gar kein Magazin. Warte mal, ein Trommelmagazin oder so eine Scheiße. Ist es tot? Nein, es hat sich nur geportet. Frag mich nicht wie. So. Was für ein Mistvieh. Okay, gut, dann stopfe ich mir erstmal irgendwas. So und so. Dann läuft das wieder. Was wollte ich gerade sagen? Ah, genau. Ist ein Bethesda-Spiel. Also ich bin froh, wenn es überhaupt halbwegs läuft. Ich könnte eigentlich auch mal demnächst anfangen, das Ding zu modden. Hätte ich gar nichts gegen. War da vorne dieser krasse Todesaußenposten, wo die mich beim letzten Mal voll weggefistet haben? Oder ist das eine andere Stelle? Oh, nö, ey. Mit den Insekten lege ich mich nicht an. Das sehe ich gar nicht ein. Die sind Death Metal. Okay, sollte ich das Gebäude erkennen? Ich glaube nicht, dass ich hier schon mal war. Oh, doch, hier war ich schon mal. Hart verstrahlt. Ich würde sagen, ich gehe nochmal von anders hierher. Mit sowas lege ich mich nicht an. Da warte ich, bis ich einen Schutzanzug habe oder... eine bleiverkleidete Powerrüstung, das wäre geil. Da hätte ich Bock drauf. So, ein bisschen hiervon... bisschen davon. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so ganz zufrieden mit Fallout 4. Ich habe es auch noch nicht mal ansatzweise so viel gezockt wie Fallout New Vegas. Mehr als Fallout 3 schon, aber... ich weiß nicht. Ich muss nur sagen, ich fahre total auf Fallout New Vegas ab. Deswegen ist es sowieso schwer, das zu toppen. Aber... ich weiß nicht, mit dem gesprochenen Charakter find ich fragwürdig. Die Technik dahinter ist geil, also die Grafik und so, aber ich finde an sich die Locations... ich meine, bei Fallout New Vegas, man war nur in der Wüste und das war eigentlich ziemlich lame. Also man hatte nicht mal so coole Landmarks wie hier. Also ein zerstörtes Boston oder die Raider-Basen sehen auch cooler aus, keine Frage. Also bei New Vegas ging soweit nichts ab, aber... oh shit. Da haben sich irgendwelche Raider verschanzt. Whoops. Schlimmer als Raider. Ja, fuck that. Da gehe ich definitiv schon mal nicht hin. Okay, wollte ich hier lang? Nein. Ja, also die Locations bei Fallout New Vegas waren scheiße, versteht mich nicht falsch. Aber... aber die Charaktere da waren wesentlich interessant. Ich meine, so ähnlich wie Breaking Bad, das hat jetzt auch keine coolen Locations, aber das hat gute Charaktere. Wisst ihr, was ich meine? Fällt mir gerade nur ein, weil die da auch nur so in der Wüste rumlungern. Oh, shit. Will ich mich damit anlegen? Okay, es kratzt ihn nicht mal. Schön.
Kein gutes Geräusch. Gar nicht gut. Wow. Okay, jetzt mal ein bisschen zu nah. Klitzekleines bisschen zu nah. Oh, Kacke. Ja gut, das bringt gar nichts. Deswegen hasse ich Wets. Au. Oh, scheiße. Au. Jeez. Okay, das war eklig. Oh, shit. Wo bin ich jetzt? Okay, könnte schlimmer sein. Hier wollte ich sowieso lang. Oh, hier bin ich wieder. Nett und langsam. Warum muss denn jeder hier draußen crazy sein? Warum? Da vorne ist ein Bunker, den sollte ich auch meiden. Jetzt gehe ich in die komplett falsche Richtung. Aber alles andere ist gerade ein bisschen tödlich, deswegen fuck it. Ah, Gott. Wo war ich eben? Ach ja, genau, Breaking Bad. Also ich meine, bei Breaking Bad standen die auch nur in der Wüste rum, deswegen fällt mir der Vergleich ein für Fallout New Vegas, aber die Charaktere waren so cool und die Dialoge waren gut und deswegen steckte ja trotzdem was hinter, obwohl die im Grunde nur in der Wüste rumstanden oder in irgendeinem Keller Meth gekocht haben. Was geht ab? Hey. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Vielleicht. Was wollt ihr? Eine Gruppe wilder Ghule ist in der Gegend aufgetaucht. So nah bei uns stellen sie eine Gefahr dar. Wir brauchen jemanden, der sie erledigt. Easy peasy. Ich werde es versuchen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Och nö. Trainingsgelände der Nationalgarde. Ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwas Übles ablief. Es war irgendwie mies tödlich da, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, mal gucken. Wenn ich mal in der Nähe bin vielleicht. Aber, und ich muss auch sagen, das Dialogsystem bei Fallout 4 finde ich einfach mal scheiße. Weil ich meine, bei Mass Effect und vor allem bei den Telltale-Spielen, da ist das gut geregelt. Da hat man zwar auch nur irgendwie 4 Dialogoptionen oder so, aber die sind wenigstens unterschiedlich. Und da meinst du richtig unterschiedlich. Also hier ist das immer so, das eine ist fragend, das eine ist super nett, so ja, natürlich helfe ich euch. Das andere ist irgendwie so sowas Halbherziges, so vielleicht, keine Ahnung, mal sehen. Also ich meine zum Beispiel, der Dialog gerade, so sind die alle aufgeteilt. Sie sagt, sie hat ein Problem mit Ghoulen oder was weiß ich. Und ich kann mit der Option nach oben fragen, Ärger, also was da los? Ich kann mit der Option links, ja, sofort, ich mach mich ran. Die Option nach unten ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, ich sehe mal, was ich tun kann. Und die letzte Option ist, nee, macht euren Scheiß alleine. Das ist immer so. Das ist einfach, eines viel zu nett, eines unhöflich, eines komplett lappig und eines fragend. Und das ist kein guter Dialog. So funktioniert das nicht. Oh, shit. Nein, falsche Waffe. Ganz falsche Waffe dafür. Oh, ich wünschte, ich hätte mal irgendeine vernünftige Knarre. Oder genug Schrotmuni. Ah, damn it. Ich hasse Insekten. Hasse sie. Ich brauche echt mal eine Powerrüstung für diesen Scheiß. Das Ödland ohne Powerrüstung zu durchqueren, das kannst du vergessen. Ah, ja, natürlich. Natürlich starte ich wieder hier.
Aber ich meine, bei den Telltale-Spielen haben die das irgendwie besser geregelt. Da sind es wirklich einfach unterschiedliche Arten, irgendwas zu sagen, aber alles bleibt halbwegs in einer Linie. Alles hat irgendwie ein bisschen Bezug zu dem Charakter, den man spielt. Shit. Ganz ehrlich, das ist das Kurzreichweitenvisier. Und das scoped so hart. Ich verstehe das nicht. Hier gibt es kaum irgendwie mal ganz normale Sachen mit Fadenkreuz. Das ist alles entweder Iron Sights oder irgendein richtig abgefuckter, gescopter Scheiß, wo man ewig braucht, bis man reingezoomt hat. Guck dich das an, wie lange dein Bildschirm schwarz ist. So kann ich nicht arbeiten. Naja, ich finde einfach das Dialogsystem scheiße. Ich fand das bei Fallout New Vegas besser, dass man einfach, so wie bei Skyrim auch, dass man da seine Auswahlmöglichkeiten hat, halbwegs weiß, was man sagen wird und nicht einfach nur so ein Schlagwort ist wie Ärger. Was soll das heißen? Frage ich danach, ob sie Ärger haben? Frage ich danach, ob sie Ärger wollen? Frage ich danach, was für eine Art von Ärger es ist? Ich werde es nicht wissen, bis ich es selber ausprobiere. Oh, du verdammtes Fickvieh. Wie viel Schaden das Ding macht. Alter. Ich glaube, ich droge mich einfach die ganze Zeit zu, wenn mein Hund die Viecher angreift. Oder nicht mal das. Jesus. Wie viel Schaden machen denn diese Scheißinsekten? Ah. Die Hölle. Ich glaube, ich kann echt nicht mehr weiter durchs Wasteland. Ich muss demnächst erstmal Quests machen und mich aufleveln. Das geht ja so nicht weiter. Schade. Ich werde es gern. Hier ist an die Ostküste. Ich würde sagen, ich gehe hier gerade die Straße runter und dann zurück zum Bootshaus. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und ich finde vor allem bei New Vegas, das Dialogsystem, da konnte man... Volltreffer. Da konnte man auch ein bisschen, dann ein bisschen besser Rollen spielen. Weil da niemand das für einen... Igitt, ist das der Kopf? War das mal der Kopf? Eklig. So oder so, eklig. Man kann auch ein bisschen Rollen spielen. Ich meine, ich könnte jetzt New Vegas komplett durchspielen und alles wie Rick aus Rick und Morty sprechen. Und es würde funktionieren. Weil ich es eh nur vorlesen muss. Und ist auch ein bisschen blöd bei so Spielen mit... Oh shit, ist einer von meinen Leuten. Was machst du hier draußen, Alter? Was ist da los? Hey, ich glaube, wir kennen uns noch nicht, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Kenne ich den nicht schon? Oh, shit. Ja, und ich bin der General. Ha, der war gut. Wie ich sehe, kennst du uns schon. Du hast vielleicht schon gehört, dass wir neu anfangen. Der General hat mich geschickt, um Spenden von besorgten Bürgern einzusammeln. Kannst du auf die Minutemen zählen, wenn du sie brauchst. Kann ich für dich, sagen wir, 100 Kronkorken notieren? Knall ich den jetzt einfach so ab? Nein, im Ernst. Ich bin der General. Oh, scheiße. Ja? Fährt er sich? Oh, schade. Ich dachte, jetzt bricht irgendwie ein Kampf aus oder so. Ja, lauf lieber, du Sackratte. Lauf! Der kann froh sein, dass er einen verdammt guten Tag hat. Obwohl eigentlich nicht, ich habe konstant aufs Maul bekommen. Von irgendwelchen dämlichen Mutantenmücken. Ganz ehrlich, können Mücken noch beschissener werden? Oh shit. Hat der eine verdammte Rüstung? Jesus. Oh Gott. Widerlich.
nur Müll dabei. Schade eigentlich. Waren hier nicht noch irgendwo Hunde? Ah. So, meins. Beziehungsweise deins Hund. Bleib mal kurz stehen. Oh shit, er hat noch Schrott dabei. Muss ich demnächst mal wegbringen. So, Hundehalsband. Hunderüstung, na bitte. Yeah, das ist doch Metal. Schön. Ich war in die richtige Richtung und ja, war ich. Das läuft doch. Will ich... Nein, da will ich nicht hin. Das sieht nach Ärger aus. Genau wie diese verdammte Stadt. Städte sehen immer nach Ärger aus. Ja, damit lege ich mich auch nicht an. Fuck that. Ich fühle mich definitiv ein bisschen underpowered. Ah, ich vermisse Fallout New Vegas. Da habe ich mich an alles rangepirscht und alles weggesniped. Das war so schön. Ich vermisse das wirklich. Aber das Spiel ist einfach zu alt. Das kann man heute nicht mehr vernünftig zocken. Ja, okay, da gehe ich auch nicht lang. Kann ich denn in keine Richtung irgendwie weiter? Shit. Nett. Und langsam. Nett und langsam. Okay, das da auf der Karte müsste mein Bootshaus sein, wo ich hin will. Das heißt, ich muss mich irgendwie zwischen dieser gut verseuchten Stadt und zwischen diesem abgefuckten Mutantenlager da lang quetschen. Das ist ja traumhaft. Aber kennt ihr das, wenn man ein Spiel nicht nur durchgezockt hat, sondern zu einer ganz bestimmten Zeit durchgezockt hat und damit irgendwas verbindet? Ich meine, ich weiß zum Beispiel noch, ich glaube, dritten Mal oder so habe ich Fallout New Vegas durchgezockt, als sie mir alle vier Weisheitszähne auf einmal rausgezogen hatten und ich komplett ausgenockt einfach nur zu Hause gehockt habe. Und das war auch nice. Hatte ich meinen ganzen Kram im Keller aufgebaut. Also habe ich eh. Ich habe es jetzt nicht nur wegen der Zähne im Keller aufgebaut. Aber da steht halt auch der Eisschrank. Und habe ich da mich tagelang eingemottet und nur Fallout New Vegas nochmal durchgezockt und immer wieder alle 30 Minuten zum Eisschrank neues Kühlpack geholt, auf die Backen und dann... Das war schön. Da habe ich richtig geownt. Vorsicht vor was. Oh, shit. Ja, scheiß drauf. Das tue ich mir nicht an. Habe ich hier schon Siedler? Können die mich beschützen? Hallo? Nein, keine Siedler. Ah. Ich glaube, ich mache einfach Pause. Hier bin ich doch sicher. Das Schloss sieht stabil aus. Dammit. Gut, die Viecher suchen mich auch nicht mehr. Das ist doch gleich viel entspannter. Ah. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss mit dem Part. Werde demnächst mal versuchen, meine Versorgungsrouten zu schließen und dadurch mal ein paar XP zu bekommen und außerdem das alles mal ein bisschen auf Linie zu bekommen, dass ich mal meinen Schrott vernünftig verteilen kann und so. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns demnächst. Haut rein.